Jo Leute, Mytzep hier, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brand News. Jawoll, der Kollege und San Diego Beef geht in die nächste Runde. San Diego hat als SpongeBoss einen neuen Track namens Machine Gun Flows veröffentlicht. Dessen Name wohl daher kommt, da er im Track Doubletime-mäßig à la Machine Guns losrattert und ebenso float. Und die Line gegen Kollega hier dann auch darauf bezogen ist, dass er quasi besser Double Time kann als Kollega. Er rappt nämlich folgendes. Du Make-up-tragender Faker, was nehme die Glock, gebe dem Streber Shots, wir lassen auf Kollega Salven hageln. Du bist mega hart wie Stahl, aber kommst nicht nach einem Leberhaken klar, wie nach einem meterlangen Bader-Nasenbahn. Live kann man sehen, dieser Blender geht in Deckung, wenn ich schieße, denn Kollega hält höchstens mal mein Tempo, wenn ich niese. Er wirft Kollega an diesem Ende vom zweiten Part gleich mehrere Sachen vor. Zunächst spielt er wieder auf diese Kollega ist schwul Geschichte an mit der Line du Make-up tragender Faker. Faker hier dann wieder auf das Zuhälter-Image bezogen. Er rappt oder hat über Zuhälterei und Gewalt, Waffen, Drogen gerappt, aber hat laut San Diego somit im Real Life nie was zu tun gehabt. Deswegen bezeichnet er ihn hier als Fake. Dann bezeichnet er ihn als Streber, weil Kollega ja, wie er selbst sagt, sein Abitur mit einem Schnitt von 0,5 abgeschlossen hat, was, wenn man mal ehrlich ist, echt gut ist. Ihn deshalb als Streber zu bezeichnen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kindisch. Und ehrlich gesagt haben das in der Schule immer nur die dummen Kinder zu den schlauen Kindern gesagt. War leider meistens so, naja, weiter geht's. Der Rest mit Salvenhageln ist jetzt nicht gegnerbezogen. Klar hat Kollega jetzt immer gesagt, dass seine Eier aus Stahl sind. Ich weiß nicht, ob er jetzt darauf anspielt, könnt ihr mal kommentieren, ob ihr da irgendwie eine Idee habt. Dann ist aber auf jeden Fall noch die letzte Line relativ interessant. Live kann man sehen, der Blender geht in Deckung, wenn ich schieße. Ich weiß nicht genau, was er damit jetzt meint. Entweder er hat das als Zweckreim genommen, damit die nachfolgende Zeile da sich besser drauf reimt, beziehungsweise da besser drauf passt. Oder er spielt auf ein Video der beiden an, was ich dann allerdings nicht gesehen habe oder nicht kenne. Oder er meint damit, dass Kollega beim Rappen live generell immer in einer leicht gebückten Haltung so nach vorne zu den Zuschauern steht. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen in Videos oder vielleicht wart ihr schon mal live auf einem Kollega-Konzert, dass das manchmal wirklich ein bisschen so aussieht, als würde er vor irgendwas in Deckung gehen. Vielleicht meint er das, ich habe echt keine Ahnung. Letzte Line dann noch, Kollega hält höchstens mal mein Tempo, wenn ich niese. Klar, der Vergleich mit Tempo, mit Rap-Tempo, dass San Diego angeblich schneller rappen kann, beziehungsweise besser Double Time kann und dann mit Tempo, also eben das Taschentuch, was Kollega hält, wenn San Diego niesen muss. So, dann wurde im ersten Part aber auch noch der gute Flair gedisst. Warum? Leute, ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht hat das irgendwas mit einem Interview von Flair zu tun. Der hat ja in den letzten Jahren immer viele Interviews gemacht, dass er da irgendwann mal SpongeBoss bzw. San Diego negativ erwähnt hat. Oder er wurde sicherlich auch mal zu ihm befragt und hat dann was zu ihm gesagt. Vielleicht ist das da für San Diego nicht so gut ausgefallen und deswegen hat er jetzt einen Hals auf ihn. Keine Ahnung. San Diego bzw. SpongeBoss hat ja auch in seinem hier großen Song, wo er unter anderem Kollega gedisst hat, auch gegen diverse andere Rapper wie Motrip eben auch Flair oder 187 geschossen, wo man sich auch fragt, was war da jetzt eigentlich genau der Grund? Vielleicht hat das einfach mit Interviews zu tun oder er will einfach ein Beef generell mit der gesamten Szene anfangen. Wie auch immer, hier die Line. Beef mit Family, Street wie NMDs, Cheese of Enemies, willste Rap-MCs, aber Flair verpfeift das Team wie Referees. Das lässt sich relativ kurz erklären. Flair wurde ja schon von vielen Leuten immer als 31er, Verräter oder V-Mann bezeichnet, weil er mal gewisse Leute bei den Bullen verpetzt haben soll. Deswegen hatte er unter anderem auch mal Stress mit den Hells Angels und gewissen anderen Gruppierungen. Flair selbst hat dazu ausführlich zumindest noch nie was gesagt. Ich glaube, das nur mal im Interview kurz angeschnitten, aber glaube ich auch die Anschuldigung zurückgewiesen. Es wird dann hier also einfach generell mit der Line darauf angespielt, dass Flair seine eigenen oder irgendwelche Leute verpfeift, wie man als Schiedsrichter eben auch das Spiel verpfeifen kann, wenn man irgendwie schlecht pfeift oder parteiisch für ein Team ist. So nach dem Motto, denke ich mal, ist die Line gemeint. Ja, Freunde, das war's auch schon mit diesem relativ kurzen Video. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem neuen Song von SpongeBoss? Freut ihr euch auf das Album bzw. auf dieses Doppelalbum? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und was haltet ihr auch von den Lines? Findet ihr die Dislines da jetzt krass oder war das einfach nur so... Ja, war ganz okay, die Lines. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das alles gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und Peace!